Das kenne ich. Lance erkennst du auch zwischen 100 anderen Rappern. Ja, ich dachte für einen kurzen Moment, er kommt jetzt mit einer richtigen Melodie rein. Was bringt die das und alles? So, Lance, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie einen Knick in der Psyche habe. Also den habe ich mit Sicherheit. Aber ich meine mich mal zu erinnern, dass Lance irgendwann mal was gepostet hat auf Insta oder so. Und ich weiß gar nicht, ob er mich verlinkt hat oder nicht. Auf jeden Fall habe ich diese Story gesehen. Und ich meine, er hat eine Sifmo-Tasse in die Kamera gehalten. Oh, das fängt aber gut an. Ey, Lance, grüße gehen raus. Du Sifmaul. Geil, das geht direkt. Ist richtig auf jeden Fall schon wieder Ego-Push, Digga. Weil ich kann manchmal, ich bin auch so einer mit Minderwertigkeitskomplexen, Digga, aber in so vielen Dingen, oder was heißt in so vielen Dingen, eigentlich nur in einer, in Mucke, Digga, weil ich's kann. Du kannst zwar rappen und triffst den Takt, doch was? Das kenne ich. Du sagst es random as fuck, ich hab keine. Warum kenne ich das? Kenne ich das von einem Teaser von ihm oder so? Und triffst den Takt, aber was du sagst ist random as fuck. Ich hab kein Interesse oder jemals gehabt. Thema abgehakt, ihr geht mir auf den Sack. Ich hab keinen Plan. Okay, ist auf jeden Fall krass. Ich glaube auch, so ist der Inbegriff von Laid-Back-Rappen. Ich glaube, es gibt keinen Rapper in Deutschland, der mehr Laid-Back-Rappt. Doch, vielleicht noch, ich bin normal nie drauf auf so Feature-Songs. Lackmann. Jemals gehabt, Thema abgehakt, ihr geht mir auf den Sack. Ich hab keinen Plan vom Biss oder von guter Buchhaltung. Doch schöne Songs, mollig warm wie ein Brutkasten. Geil. Auch geil. Unsaubere Reim mag ich aber. Von guter Buchhaltung. Brutkasten auf Buchhaltung. Ich hab, geht mir auf den Sack. Ich hab keinen Plan vom Biss oder von guter Buchhaltung. Doch schöne Songs, mollig warm wie ein Brutkasten. Doch schöne Songs, mollig warm wie ein Brutkasten. Ich könnte dich aus deinem Brutkasten holen und red dir meinen Air Force ins. Wie rapp ich das nochmal? Ich könnte dich Küken aus dem Brutkasten holen. Und dreht dir meinen Air Force ins Maul, du siehst aus wie der Schuhschnabelvogel. Ich könnte dich Küken aus dem Brutkasten holen. Und dreht dir meinen Air Force ins Maul, du siehst aus wie der Schuhschnabelvogel. Egal, Digga, total verkackt, aber das ist auf jeden Fall geil. Mollig warm wie ein Brutkasten. Der größte von guter Buchhaltung. Doch schöne Songs, mollig warm wie ein Brutkasten. Der größte Künstler seit Georg Händel. Selbstverständlich, Lance spricht Fan. Wer ist, ich verstehe, hat der Nietzsche gesagt? Größte Künstler seit Georg Händel. Selbstverständlich, Lance spricht Bände. Kleidet euch. Geil, auch wie er mit den Slangs. Lance ist auch so einer, irgendwie haben wir heute, wir sind jetzt 3 in a row. Wir haben angefangen mit OG Kimo, danach kam Kolja Goldstein und jetzt kam Lance Butters. Und das sind auf jeden Fall, das ist zu krass alles hier gerade. Das sind so krasse Künstler jetzt gerade gewesen, Digga. Das ist so, Das ist schon krass, auch hier ultra individuell. Lance erkennst du auch zwischen 100 anderen Rappern. Jetzt werdet ihr noch Teil dieser Jugend und rappt auf einem Drillbeat dann wie ein Boomer. Macht Promo. Ihr rappt auf einem Drillbeat dann wie ein Boomer. Teil dieser Jugend und rappt auf einem Drillbeat dann wie ein Boomer. Macht Promo auf TikTok, was ist es denn bitte? Ich schwör, ich peil euch alle schon ganz lang nicht mehr. Yeah, ihr scheiß Wichser, Mann, keiner kommt ran an mich in diesem Business, denn ihr denkt, ich schrei nur nach Hilfe, seid Angst. Doch heul auf Beats rum, weil ich's kann, Gott verdammt. Das ist saugeil. Also wirklich, ich war früher selber auch noch so einer, ich habe nie so krass Laidback gerappt, aber ich habe immer voll, ich liebe Laidback-Rappen halt so. Dieses auch über die Beats einfach fliegen und da ist die Snare, doch ich lasse sie liegen und geh dann mal weiter, die Kick kommt bestimmt und egal was ist, ich bin hier der King. So dieses einfach so dieses, na, ist mir alles egal, shit. Ich kann das sehr gut hören, ich feiere das auch bei Lackmann halt voll. Mann, keiner kommt ran an mich in diesem Business, denn ist halt das Gegensatz, das ist überhaupt nicht tight. Also nicht im Sinne von tight als Synonym von fresh, dope, geil, sondern im Sinne von wirklich tight, eng drauf auf dem Raster. Das ist nicht null tight, das ist, hängt komplett hinten dran, Digga, irgendwo. Das ist über die Beach schlendern, als sei eine Strandpromenaden. Ihr denkt, ich schrei nur nach Hilfe, seid Angst, doch heul auf Beats rum, weil ich's kann, Gott verdammt.
so die Beats, die Produktion von Lance Butters erinnert mich oft an 3 Plus. Und 3 Plus wurde früher von We Do Drums. Fuck where the beat came from. Außer es ist We Do Drums. Er produziert, ich glaube, hat einen anderen. Das sind aber so ähnliche Type Beats irgendwie. Weil ich's kann, weil ich's kann, ja Gott verdammt, weil ich's kann, weil ich's kann, weil ich's kann, weil ich's kann, Gott verdammt, weil ich's kann. Was? Okay, kurz zweite Part atmen. Nur mal kurz atmen lassen, ne? Ich glaube langsam, dass Lance Butters Lackmann ist. Er hat auch früher immer Lackmann auf Twitter gelobt. Mit Sicherheit. Weil ich's kann, weil ich's kann, weil ich's kann, weil ich's kann. Was bringt die bestgemasterte Platte? Ja, ich dachte für einen kurzen Moment, er kommt jetzt mit einer richtigen Melodie rein. Was bringt die, das und alles? Wisst ihr, was ich gedacht habe? Ey, ich weiß nicht, warum ich da jetzt gerade dran gedacht habe. Ne? Aber ihr wisst ja, jetzt, ich nehme euch dann immer mit, ne? Ich habe gerade daran gedacht. Sweet like sugar boy. Wenn du rappst, was bringt die bestgemastert? Was bringt das Big Dick Sugar Boy? Keine Ahnung. Was bringt die bestgemasterte Platte? Wenn du rappst, dann klingst du kacke. Hab ich keinen Respekt vor Nähmann, nothing. Nothing. Lachkicks, man. Lachkicks. Kein Respekt vor Nähmann, nothing. Krieg Lachkicks, man. Fuck it, ich hab kein bares Geld oder so. Also auch hier, ja, alles irgendwie wild. Also das ist so, das ist auch so, das ist so künstlerisch gewichtig. Da hat jemand auch so Peil von dem, was er tut und so eine Attitude. Es ist einfach geil. Von mir aus, sowas könnte ich mir jeden Stream noch reingeben, Digga. Sonstige Rücklagen, doch tolle Songs, die so manch einen zückt haben. Der beste, doch manch einen. Sonstige Rücklagen, doch tolle Songs, die so manch einen. Ich mag das so, Stieftapeln. Ich hab keine Fans, nur paar Leute, die meine Tapes mögen. Hat Hass und Hoden mal gerappt, ich mag sowas. Fuck it, ich hab kein bares Geld oder sonstige Rücklagen. Doch tolle Songs, die so manch einen zückt haben. Der beste Rapper hier schon seit Anfang. Kein Standard, Lance ist anders. Ja, Mann. Hier. Ja, wirklich, real Rapper hier schon seit Anfang. Kein Standard, Lance ist anders. Dass ihr redet von Bitches und macht einen auf Gangster, doch chillt auf der Couch. Ach, Stieftapeln, hab ich das gesagt? Ach so. Stieftapeln, ja, müsst ihr euch merken. Ich tapel Stief. Ja. Kein Standard, Lance ist anders. Ihr redet von Bitches und macht einen auf Gangster. Doch chillt auf der Couch und schaut Grill, den Hänsler geht ins... Geil, ey. Alter, ist das geil. Alter, ihr macht auf Gangster, doch hängt auf der Couch und guckt Grill, den Hänsler, Digga. Das ist ja lustig. By the way, früher fand ich Grill den Hänsler sympathisch, so mittlerweile hat er sich da ein bisschen verscherzt, so, keine Ahnung, ich finde ihn nicht mehr sympathisch. Früher fand ich ihn sehr sympathisch und so vor, keine Ahnung, schon sehr, sehr lang her, aber die Grill den Hänsler gibt es ja schon ewig, es gibt glaube ich fast 10 Jahre oder noch länger, ne, und ich, hab früher Grill den Hänsler sehr, sehr gern geguckt. Macht einen auf Gangster, doch das hängt auf der Couch und schaut durch den Hänsler. Instagram live für QA, sag wie nice. Ich komm rein und spam alles voll mit meinem Scheiß. Geiz. Vielleicht geil, auch eine geile Ignoranz und eine geile I don't give a fuck Attitude, die er mit sich bringt. Bisschen dreist, doch muss gucken, wo ich bleib, denn mittlerweile hab ich fast nix mehr auf der Bank und mein Hype verpennt, weil ich's kann, Gott verdammt. Weil ich's kann, ihr habt deinen Hype. Geil. Ja, also dope, auch so damit umzugehen, dope. Auf der Bank und mein Hype verpennt, weil ich's kann, Gott verdammt. Weil ich's kann, Gott verdammt. Weil ich's kann.
weil ich's kann, verdammt, weil ich's kann, 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 ja, weil ich's kann, weil ich's kann, weil ich's kann, weil ich's kann, ja, Gott, verdammt, weil ich's kann. Ist überhaupt synchron? Bin ich synchron? Kann, weil ich's 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 kann, ja, Gott, verdammt, weil ich's kann. Also ich feiere das, ich feiere es wirklich voll. Kann, weil ich's kann, weil ich's kann. Weil ich kann, weil ich kann, weil ich's motherfucking kann. Weil ich's motherfucking kann, babe. Weil ich's motherfucking kann, babe. Weil ich's kann, weil ich's kann, weil ich's kann. Weil ich's kann.